Hallo und schön willkommen, dass ihr wieder bei Mass Effect Andromeda dabei seid. Wir machen mal weiter und verlassen jetzt mal den dämlichen, miesen Planeten. Atmosphärenaustritt erfolgt. Cora wollte etwas von Ihnen. Hey. Und wo ist Cora? Ach ja, jetzt gehst du auf. Ryder, wenn Sie mal kurz Zeit haben, schauen Sie doch bitte in der Krankenstation vorbei. Die Krankenstation ist wo? Gesichtsrekonstruktionsanlage? Ach du Kacke. Nett haben Sie es hier. Saubere Luft, Pflanzen. Das hilft mir beim Denken. Beschäftigt Sie etwas? Vielleicht. Was zum Teufel war das? Ich kenne diesen Blick. Das ist nur die Reaktion meiner Biotik auf das alles. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Wie den Verlust des alten Mannes. Wie kommt eine menschliche Soldatin zu den Asari? Wenn sie beweisen, dass ihre Biotik einen Truppentransporter in Stücke reißen kann, werden die Leute nervös. Komisch eigentlich. Die Allianz hat mich dann rasch zu einem speziesübergreifenden militärischen Programm versetzt. Nach Tessia, zu einer Jägerinneneinheit. Einer der wenigen Orte, wo meine Kräfte willkommen waren. Ihr Vater hat einen weiteren geschaffen. Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war mehr ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Es gibt zurzeit überall Verluste. Dad, die goldenen Welten. Ein Freund und Mentor, der sie dazu ausgebildet hat, ein Pathfinder zu sein. Ich habe mich als rechte Hand ihres Vaters jahrelang vorbereitet. Und dann wählt er sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ihnen zur Seite zu stehen und die Mission ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Was hat Sie nach Andromeda geführt? Meine Biotik. Dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein. Und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig. Und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite. Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Eine ganz schöne... Keine Ahnung. Freak, Freak. Hallo? Sie sind wieder zurück? Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten.
Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen, nicht um mich zu verlieben. Genau genommen sind sie jetzt nicht mehr beim Militär. Ihnen entgeht auch nichts, oder? Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Ja, das war ein nettes Gespräch. Ach so, das waren die Leiter. Wir haben uns seit der Einweisung nicht mehr richtig unterhalten, oder? Nein, alles war so hektisch. Aber ich bin mir sicher, bald wird es wieder ruhiger. Ah, Pathfinder. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Dr. Suvi Anmore. Meine Aufgabe ist es, als Verbindung zwischen Ihrer Crew und dem Wissenschaftsteam der Nexus zu dienen. Willkommen in meinem Team. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Gleichfalls. Ich kann es kaum erwarten, mich an die Arbeit zu machen. Bisher gab es leider nicht sonderlich viel zu tun. Ich habe sämtliche Planetenscans studiert und konnte sogar einige Bodenproben aus Helios untersuchen. Wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen meine Analyse der heimischen Bakterien und Mikrofauna. Sie umfasst 60 Seiten. Das sind ziemlich viele Seiten. Über Böden. Oh, nett, dass Sie das sagen. Aber mir ist durchaus bewusst, dass es kaum mehr als eine Zusammenfassung ist. Wie auch immer, ich warte seit Monaten darauf, da rauszukommen und mir Helios anzusehen. Deshalb habe ich mich der Initiative ja schließlich angeschlossen. Die Milchstraße war nur ein Winkel eines gewaltigen Universums. Ein Winkel eines winzigen Winkels. Und wir sind diejenigen, die aus diesem Winkel heraustreten. Das ist einfach unglaublich. Ich habe eine Zeit lang ein Massenportal bewacht. Ich wollte immer wissen, was auf der anderen Seite ist. Ich weiß genau, was Sie meinen. Sie werden uns also auf Missionen begleiten? Oh, das ist lustig. Ich? Da draußen? Bei all den Waffen und Gefahren und allem anderen? Ich bin gut im Umgang mit Waffen und Gefahren. Ich könnte Ihnen etwas beibringen und sicherstellen, dass Ihnen da draußen nichts passiert. Ich weiß Ihr Angebot zu schätzen, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Meine Arbeit in einem Labor. Und, falls es Ihnen bei dem Angebot darum ging, mich näher kennenzulernen, daraus wird leider nichts. Ich meine, ich halte die Dinge lieber professionell. Schon verstanden. Nun, wie auch immer. Ich habe gerade einige Anweisungen des Wissenschaftsteams erhalten, die ich unbedingt durchgehen sollte. Bis später, ja? Und später gehe ich unbedingt dich durch. Karte. Kann man noch irgendwas anderes scannen? Nee. Anomalie auf den Sensoren. Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Okay, und so kriege ich nochmal ein paar Sachen. Gut. So, was mit dem Planeten hier?
hier, aber das hat nicht gereicht, um alles zu erkunden. Anomalie geortet. Oh, bewegt sich das langsam. Sonde unterwegs. Erhalte Scandaten. Jo, wir sind wieder zu Hause. Zu Hause. Wo lang? Hier lang. No, nicht hier lang. Da lang. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Na klar. Ryder, richtig? Carrie Tavassa, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. Schön zu sehen, wenn jemand seine Arbeit mit so viel Leidenschaft macht. Das ist sehr freundlich. Manchmal schrecken die Leute wegen der Kamera vor mir zurück. Das ist schade. Also genau das brauche ich. Die Wahrheit, meine ich. Jemand muss die Geschichte, die wir schreiben, festhalten. In einer Krise ist Hoffnung aber vielleicht wichtiger als schmerzhafte Wahrheiten. Das war auch Tans Argument. Aber wem hilft es denn, wenn wir so tun, als wäre alles in Ordnung? Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte. Nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Okay. Okay, interviewen Sie mich. Also dann, 14 Monate sind vergangen und die Nexus ist noch immer nicht fertiggestellt. Wir vermissen mehrere Archen und haben Leute verbannt. Es ist schwer zu glauben, dass unser Plan so aussah. Und doch bezeichnen unsere Anführer das alles als erwartete Probleme. Würden Sie dem zustimmen? Es gibt keine Expedition, die nicht mit Feinden oder mangelnden Vorräten zu kämpfen hätte oder sich auch einfach mal verirrt. Wir werden mit all diesen Problemen fertig werden. Es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Tan wird das lieben. Aber wenn es ihre Meinung ist, wird sie auch so gesendet. Unsere Bandbreite lässt nur Momentaufnahmen zu. Deshalb war es das fürs Erste. Aber ich werde mit weiteren Fragen wieder auf Sie zukommen. Verlassen Sie sich drauf. Das hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Oh, wir werden noch Spaß haben. Ganz anderen Spaß.
So, wo war das Gefängnis? Hier. Ich habe gehört, Sie waren unten auf Eos. Haben Sie etwas Neues in meinem Fall herausgefunden? Sie sind ein Lügner. Das Universalwerkzeug hat Sie über die Leiche gebeugt aufgenommen, wie Sie zugeben, ihn getötet zu haben. Was? Moment, das ist nicht... Was wollen Sie hier abziehen? Sam, abspielen. Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Okay, scheiße. Damit ist mein Schicksal wohl besiegelt. Aber Ihr Schuss ging daneben. Ein Schuss der Kette in den Rücken hat Reynolds getötet. Ist das Ihr Ernst? Ich bin unschuldig. Was für ein Glück. Das Urteil muss widerrufen werden. Die Strafe aufgehoben. Ich werde zu Tan gehen und ich habe vielleicht eine andere Meinung. Sie haben versucht, alles zu vertuschen. Hören Sie, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Aber wenn mein Schuss daneben ging, bin ich unschuldig. Ganz einfach. Wir werden sehen. Naja, es gibt immer noch versuchter Mord, oder? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Direktor, ich habe diesen Mord untersucht. Nilken hat es nicht getan, aber es gibt Beweise, dass er es vorhatte. Ach, wie bedauerlich. Wir versuchen den Leuten ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln, ihnen zu zeigen, dass sie sich auf unsere Führung verlassen können. Außerdem legen wir die Basis für ein Rechtssystem hier in Andromeda. Und nun das. Ein verurteilter Mörder, der den Mord nicht begangen hat. Solche Dinge sind nur selten einfach schwarz und weiß. Das ist mir bewusst. Wenn wir die Beweise zurückhalten und das Urteil bestehen lassen, verbannen wir einen Mann für ein Verbrechen, das er technisch gesehen nicht begangen hat. Heben wir das Urteil auf, schenken wir einem Mann die Freiheit, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte und es dann vertuscht hat. Ihre Nachforschungen haben die Angelegenheit verkompliziert. Also sollten Sie auch die Verantwortung für Ihren Ausgang tragen. Verbannen wir ihn wegen Mordes? Da unten herrschte das reinste Chaos. Es ging um Leben und Tod. Aber sein Schuss hat Reynolds nicht getötet. Wir müssen ihn gehen lassen. Sie sind ein äußerst sachlicher Mensch. Ich hoffe nur, wir werden es nicht bereuen. Aber gut, damit wäre es entschieden. Er wird für seine Rolle in diesem Chaos gemeinnützige Arbeit leisten. Aber er ist ein freier Mann. Zumindest können wir diese unangenehme Angelegenheit jetzt hinter uns lassen. Geil, haben wir das auch erledigt. So, was gibt's hier noch? Da, eigentlich nix. Ach doch, die zweite Nebenmission. Den Saboteur finden. Das war hier, oder? Ach, ich kann hier nicht fliegen. Diese Datei ist nutzlos. Wir überprüfen noch eine. Und wieder eine unbrauchbare Datei. Ein Zufall ist unwahrscheinlich. Wir überprüfen noch eine. Diese Datei ist ebenfalls beschädigt. Mit Sicherheit kein Zufall. Man braucht eine ziemlich hohe Freigabe, um die Dateien der Überwachungskameras zu manipulieren. Vielleicht jemand, der für Kandros arbeitet. Das wäre das Wahrscheinlichste. Kannst du aus den Dateien mit biometrischen Scans eine Identifizierung rauskitzeln, Sam? Die Dateien sind schwer beschädigt. Aber wenn ich alle verfügbaren Identifikatoren kombiniere, könnte es funktionieren. Auf Basis der eingeschränkten verfügbaren Informationen suchen wir einen männlichen Menschen, der entweder der Nexus oder der Hyperion zugeteilt ist. Sie werden Scans aus unmittelbarer Nähe durchführen müssen. Verstanden. Okay, machen wir das halt. Da ist kein Kaffee. Ohne Kaffee kann ich nicht arbeiten.
Okay, also da muss ich scannen. Oh, meine Stimme ist so scheiße diese Tage. Hallo. Diese Person ist es nicht. Die habe ich gescannt. Ach so. Keine Übereinstimmung. Dann muss ich jetzt auf meinem Schiff, oder? Übereinstimmung negativ. Mann. Wütend davor. Ich? Hey, Pathfinder. Ich habe Ihnen was zu sagen. Gibt's ein Problem? Ihr Vater ist mein Problem. Er ist unser aller Problem. Wir bezahlen alle für Alec Ryders Ego. Er hat Jean Garstons Vertrauensseligkeit ausgenutzt und uns an diesen gottverlassenen Ort verfrachtet. Jetzt ist sie tot und wir werden ihr alle bald folgen. Hey, mein Dad ist für diesen Traum gestorben. Er hat versucht, die Sache für uns alle wieder in Ordnung zu bringen. Toller Traum. Von wegen in Ordnung gebracht. Fahren Sie zur Hölle, Pathfinder. Ja, du wirst nicht befördert im nächsten Leben. Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Wer ist es? Dale Atkins, untersteht Kandros Abteilung, ist dem Sicherheitsteam der Station zugewiesen. Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Wir wissen, was Sie getan haben. Sie sind hier fertig. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ich mache einfach nur meine Arbeit, das ist alles. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach, kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Ich bedauere diese Vorfälle. Aber Sprengladungen sind keine Antwort. Leute ins Exil zu schicken, weil sie mit der Politik nicht einverstanden waren, aber auch nicht. Mir ist egal, was sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar töten. Diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's.
Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Wir können Ihnen nicht erlauben, an Bord zu bleiben. Niemand kann sagen, wozu Sie sonst noch fähig sind. Moment mal, Sie lassen mich gehen? Wenn Sie das Exil als gehen lassen bezeichnen, dann ja. Verschwinden Sie und kommen Sie nie wieder zurück. In Ordnung, ich gehe. Und dann geht doch. So, das war's mal wieder. Wir haben einen Mörder entlarvt und nicht entlarvt und wir haben einen Sabotageakt weiter verhindert. Ich sag dann mal und tschüss.